Das Soundsystem wurde aktiviert. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. So, die Currywurst war aber lecker und jetzt kann es weitergehen. So, jetzt noch schnell den FDL informieren. Da ist der Vorinsel Ring, hallo. Jo, ich bin's wieder. 52084. Von mir aus kann es dann weitergehen. Die biologische Pause ist beendet, dann gucken wir mal, dass es gleich weitergeht für dich, ne? Ja, das guck ich mal gerade. Ab von hinten kommt noch ein Fernverkehr und von vorne noch der Güterzug und dann kommst du raus, ne? Danke dir. Ciao. Jo, ciao, ciao. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja, ihr habt's gehört. Da kommt noch ein wenig Verkehr, bis wir fahren dürfen. AFB. Wenn ihr euch dran erinnert, habe ich vor einem Monat circa den ersten Teil auf meinem Kanal präsentiert, aus dem Hause Fair System Sound Design. Und zwar sind wir da diesen Zug bis nach Bingen gefahren, genau dort, wo wir jetzt stehen. Und jetzt ist der zweite Teil endlich da und ich habe mir gedacht, dann setzen wir das einfach fort. Fahren werden wir natürlich weiterhin unsere Baureihe 185 von Virtual Railroads und es handelt sich nach wie vor um den Güterzug 52084 nach Mainz-Bischofsheim. Unsere Pinkelpause ist beendet, Currywurst haben wir auch gegessen. Wir sind also gestärkt weiter bis nach Mainz zu fahren, die nächsten knapp 40 Kilometer in den Sonnenuntergang. Und ja, wir werden es hier mal ein wenig umsehen, würde ich sagen. Mainz, Mannheim, Heidelberg. Die erste Klasse finden Sie im Abschnitt E. Abfahrt 21.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. So. So, es kommt noch Fernverkehr von hinten und Güterzug von vorne. Das heißt, wenn die durch sind, dürfen wir fahren. Ich habe das vorhin schon mal gestartet, habe dann verbotenerweise die Tab-Taste benutzt. Mir wurde die Weiterfahrt genehmigt und zack, war das Spiel beendet, weil ich natürlich in die Weiche reingefahren bin, die für den Fernverkehr gestellt war. Ja, nur wer liest, dem ist geholfen. Und ja, deswegen werde ich jetzt einfach brav warten, bis wir fahren dürfen, bis wirklich alle Züge durch sind, die vor uns Prio haben. Da kommt der Zug, der jetzt durchfährt, das ist der Güterzug mit einer 232 an der Spitze. Wunderschön. So, das war der Güterzug. Da fährt jetzt gleich der IC. Ihr seht, da hinten geht die Sonne unter. Wunderbar. War das erstmal hier so lange weg. So, dürfte sich jetzt auch gleich in Bewegung setzen. Unsere Züge schonen die Umwelt, unsere Preise schonen ihren Geldbeutel. Ja, das kann man zurzeit wirklich sagen, durch das 9-Euro-Ticket. Allerdings ist es ja nur für den Nahverkehr gültig.
Und damit fährt dieser Zug da raus. Aber naja, nichtsdestotrotz kommt man mit dem Nahverkehr auch überall hin, weil man denn die Zeit dafür hat, ne? Bis nach Frankfurt fährt man natürlich schon eine Strecke oder ja, je nachdem, wenn man jetzt in Berlin wohnt und nach München möchte, mit dem 9-Euro-Ticket, ja, frohes Fahren wünsche ich da. Da ist man doch schon einige Zeit unterwegs, möchte ich sagen. Wenn nicht sogar den ganzen Tag. So, da steht der Güterzug, der vorhin durchgefahren ist. Ansonsten ist hier um diese Zeit nicht mehr so viel los. Hier steht auch noch Güterzug. Das sind nämlich wir, soweit ich das weiß. Ja. Meine Damen und Herren, am Gleis 101, bitte einsteigen. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, der IC dürfte sich jetzt auf den Weg machen. Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel. Schützen Sie sich und andere. Halten Sie den Mindestabstand ein. Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Bleiben Sie gesund. Ach, das ist doch mal schön. Das wünsche ich euch natürlich auch weiterhin, dass wir alle gesund bleiben. Dass wir dieses C-Virus endlich in den Griff kriegen. Aber ja, noch müssen wir da wahrscheinlich durch. Diesen Herbst, diesen Winter. Aber schauen wir mal. So, da fährt die IC. So, der ist durch. Dann werden wir uns mal wieder ins die Fahrerkabine begeben. Denn wir werden jetzt mit Sicherheit hier gleich jede Minute grün bekommen und dann dürfen wir unsere Fahrt endlich fortsetzen bzw. antreten. Wenn denn unsere Weiche gestellt ist und unser Hauptsignal auf grün umspringt, weil Tab-Taste soll ich tunlichst nicht benutzen, dann werde ich das auch nicht tun, sondern einfach brav warten, bis wir denn Ausfahrt bekommen. Dies ist jetzt der Fall, das heißt, wir setzen uns in Bewegung. Auf geht's! Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wunderbar. Siefer natürlich. So, wir haben Überwachung. Wir uns befreien. Zugbeeinflussung. Noch nicht. Zugbeeinflussung. Jetzt dürfen wir uns befreien. Wunderbar. So, wir haben nach wie vor 40 natürlich, sehr logisch, im Bahnhofsbereich, im Weichenbereich. Und wir haben jetzt 39 Kilometer bis Mainz-Bischofsheim. Werden dort, wenn alles gut geht, um 22:05 Uhr ungefähr einfahren. Und währenddessen immer wieder die Siefer drücken, weil sonst gibt es eine unschöne Zwangsbremsung.
wunderbar, jetzt klappt doch alles. Jetzt bleiben wir auch nicht hängen. Tab-Taste ist tabu. Das habe ich gelernt. So, mal wenig mehr Leistung ausschalten, damit wir auch vom Fleck kommen. Wunderschön. Wunderschön. Spotten vom Bahnübergang aus. Wunderschön. So, langsam kommen wir dann auf Strecke. Dürfen dann jetzt auch 90. Oh, das war glaube ich zu viel. Ah, ne, es geht noch. Jetzt passt es. Wunderbar. Oh, da steht ein schöner Regionalzug. Wunderbar. Das hört sich doch gemein nach 218 an. Das ist eine 218. Wunderschön. Herrlich, traumhaft. Schaut euch die Farben an. Aber ich könnte noch ganz kurz, wenn ich ganz kurz was machen, wenn ich das noch machen kann, heißt das. Ja, das haben wir soweit. So wollte ich das haben, genau. Ja, dann passt doch alles. So wollte ich das haben. Schaut euch den Sonnenuntergang an. Diese Farben, das ist einfach nur traumhaft. Störung. Störung. Ah, it's too much. So. Haben wir eine VMAX? Nein, steht nicht da. Steht keine VMAX. Gut, dann fahren wir aber 120. Viel schneller darf ich sowieso nicht fahren mit dem Güterzug. Ich glaube sogar nur 100. Ich weiß es nicht ganz genau, da bin ich jetzt nicht so fit. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich weiß es nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben die Geschwindigkeit ja sowieso noch lange nicht erreicht. Daher.
Wunderschön. Das ist wie gesagt der zweite Teil aus dem Hause Fair System Sound Design. Güterzug 52 084 nach Mainz-Bischofsheim. Der kürzlich rausgekommen ist und wie gesagt, den ersten Teil habe ich bereits vor knapp einem Monat auf meinem Kanal präsentiert. Könnt ihr gerne reinschauen, damit ihr genau wisst, worum es hier geht. Im ersten Teil haben wir den Zug bis nach Bingen gebracht und fahren ihn jetzt weiter zu seinem eigentlichen Ziel nach Mainz-Bischofsheim. Aber natürlich. Schön in den Sonnenuntergang rein. Traumhaft. So, 90 haben wir schon erreicht. Naturgemäß nicht mehr so viel los um die Zeit, als dass uns jetzt hier jede Menge KI-Verkehr entgegenkommt. Höchstens eventuell noch ein paar Fernverkehrszüge, die eventuell noch fahren, vielleicht auch ein paar Güterzüge, aber ich denke, der Regionalverkehr ist da nicht mehr so aktiv. Was kommt denn da? Eine 232. Die hatten wir vorhin schon. Kaum spreche ich vom KI-Verkehr, kommt uns schon der erste Güterzug entgegen. So muss das sein. Perfektes Timing. Siva. Ja, die Siva. Aber natürlich. So. Störung. Ob wir die 120 erreichen, ist fraglich. Da kommt schon wieder 60. Das heißt, wir werden mit Sicherheit auch da quittieren müssen. Ah, ich habe mich quittiert, ich wusste es. Zwangsbremsung. Mist. Zwangsbremsung. Ja, okay. Zwangsbremsung. 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 Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Jawohl, meine erste Zwangse. Zwangsbremsung. 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 Ja, ist gut. Zwangsbremsung. 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 Ich hätte quittieren müssen. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. SIFA Zwangsbremsung. SIFA. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Aber erstmal hier. Der AFB auf 40. So. Dann kannst du ja erstmal wieder losgehen, oder? Ja, ja, war doch klar, dass das passiert. Das war doch klar. Es ärgert mich. Ich hätte eigentlich gerne vermieden, aber man kann nicht alles haben. So, wieso habe ich denn jetzt das Licht aus? Muss ich das verstehen? Bis der mal wieder anfährt, dauert es natürlich seine Zeit. Ich hätte vorhin an dem Hauptsignal quittieren müssen. Das habe ich nicht gemacht. Man hat 4 Sekunden, glaube ich, zum Quittieren. Tut man das nicht, kassiert man eine Zwangsbremsung. Genau das habe ich bekommen. Da kommt ein ICE. Deswegen auch 40, weil wir natürlich das Gleis wechseln. Logisch. Was steht denn da? Ach, ein Güterzug. Ich dachte gerade. Das ist ein Bauzug. Da steht ein Bagger drauf. Ja, traumhaft. Schaut euch das an, Radlader, Bagger. Ein schöner Bauzug. Eine gelbe 232 als Bauzug. Bahnbau. Ja, traumhaft. Wunderschön. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, 60.
gleich. Störung. Störung. So, 60. Wunderbar. Jetzt schon wieder los. Oh, oh, oh. Bisschen Radschlupf gehabt, ein bisschen Radschlupf gehabt. Ich dachte schon, das war zu viel. Jetzt passt es. Also mit diesem abgedunkelten Raum finde ich das doch viel schöner. Ist meine Meinung. So, noch 25 Kilometer. Wir dürfen mittlerweile wieder 120 fahren. Traumhaft. Dauert sowieso jetzt noch eine halbe Ewigkeit, bis wir das erreicht haben. So, ich glaube 240 Kilonewton können wir uns schon erlauben. Ich will überhaupt mal vorwärts kommen. So, 70 immerhin gleich schon. Wahnsinn. So, die Sonne dürfte mittlerweile auch verschwunden sein. Ja, lange dauert es nicht mehr. Es wird ziemlich dunkel. Ihr seht's. Bald ist sie verschwunden. Mal schauen, wie es aussieht, wenn wir in Mainz sind. Wahrscheinlich ist es dann schon stockfinster. Wir überhaupt, wenn wir die Zeit noch einhalten, das ist ja jetzt die nächste Frage, weil ich hatte jetzt doch ja eine Zwangsbremsung. Da hatte ich den kleinen Stopp am Anfang wegen der LZB. Ne, gar nicht. Das war vorher. Im anderen Video. Na gut, wir hatten nur den Zwangsstopp da wegen der Zwangsbremsung. Das hat natürlich ein paar Sekunden gedauert. Beziehungsweise ein paar Minuten. Und aber wir haben ja keinen Zeitdruck, also wir haben keine feste Zeit, an der wir wieder ankommen müssen. Von daher würde ich sagen, ob, wenn wir jetzt um 22.06 Uhr oder 7 ankommen, wird das, glaube ich, nicht allzu schlimm sein. Wir haben ja keine Fahrgäste, die wir irgendwie pünktlich abholen müssen.
So, hier geht's gefühlt irgendwie bergauf, aber zeigt nichts an. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier bergauf geht. Na, vielleicht sieht das auch nur so aus. Störung. Störung. Jetzt wird es aber dunkel hier. Boah, da sieht man ja gar nichts mehr. Obwohl ich Fernlicht an habe. So, wir sind übrigens unter 20 Kilometer bis Mainz-Bischofsheim. Geht doch relativ schnell, muss ich sagen. So, und um diese Zeit sind natürlich vermehrt Güterzüge unterwegs. Ist ja logisch, weil die fahren ja meistens abends und in der Nacht. Weil dann ja natürlich der Fernverkehr nicht mehr so priorisiert ist wie am Tage, logischerweise. Und deshalb fahren dann die Güterzüge vermehrt in der Nacht, am Abend. Und deswegen kommt uns jetzt hier realitätsgetreu vermehrt Güterzüge entgegen, statt irgendwie Personenverkehr in Form von Fernverkehrszügen. Die ja in der Regel da um die auch nachts fahren. Nachtzüge und so weiter und so weiter. So. Langsam kommen wir aber auf Geschwindigkeit. Das ist sehr schön. Zwangsbremse. Ach nee, nicht schon wieder. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ach. Zwangsbremsung. 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 Da war doch nichts zum Quittieren. Da war gar nichts zum Quittieren. Zwangsbremsung. 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 Ah. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Das nervt. Das nervt richtig. Zwangsbremsung. 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 SIFA Zwangsbremsung. SIFA Zugbeeinflussung. Zweiundfünfzig null vierundachtzig Nabend. Hier ist der Mainz nur zur Info.
Hab hier eine Signalstörung, die wird aber gleich behoben sein und dann geht es gleich weiter für dich. Hier noch eine ruhige Schicht. Gute Nacht. Danke dir. Ciao. Aha, lag das jetzt daran? Dann lag das daran wahrscheinlich. Ich habe gar nicht gepennt. Das war im Spiel eingebaut. So. Ja, dann ist das natürlich was anderes. Hier ist nämlich ein rotes Hauptsignal. Beziehungsweise ein rotes Signal ist eine Signalstörung. Und deswegen gab es Zwangse. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Also, das wäre jetzt schon ganz, ganz großer Zufall, wenn ich wirklich gepennt hätte und die Zwangsbremsung genau so kommt. Und dass ich genau vor dem roten Signal zum Stehen komme, nein, daran glaube ich nicht. Das wäre einfach zu viel Zufall. Und deswegen glaube ich, gehe ich mal fest davon aus, das ist im Spiel eingebaut. Ja, dann warten wir, bis das behoben ist. Sehen tue ich leider so gar nichts, aber warten wir einfach mal ab. Dürfen wieder. Zugbeeinflussung. 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 Dann gehörte das einfach zum Spiel. Ja, das muss man auch erstmal wissen. Zugbeeinflussung. 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 So, jetzt dürfen wir uns auch befreien, jetzt geht's auch weiter. Na, da muss man erstmal drauf kommen, dass das zum Spiel gehört. Siefer. Siefer. Weil das wäre doch schon ein sehr großer Zufall, dass ich die, wenn ich es wirklich verbockt hätte, es eine Zwangsbremsung gäbe und ich genau vor dem roten Signal zum Stehen käme. Daran glaube ich einfach nicht. Also gehe ich da mal fest von der, von einer Zwangsbremsung im Spiel eingebaut aus. Nichtsdestotrotz geht unsere Fahrt jetzt weiter. Es sind noch gut 14 Kilometer bis zum Ziel. Aber wie muss sich der Lokführer fühlen, wenn es auf einmal eine Zwangsbremse gibt und er überhaupt nichts dafür kann? Nur wegen einer Signalstörung. Gibt es sowas überhaupt in der Realität? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es irgendwie eine Signalstörung gibt, irgendwo, kommt es dann spontan zu einer Zwangsbremsung, ohne dass der Lokführer darauf Einfluss hat? Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr da mich aufklärt.
nur immer blöd, das Anfahren, bis er dann mal wieder auf Geschwindigkeit ist. Das dauert seine Zeit. Ihr seht selber, wir sind gerade mal bei 30 km/h gleich. Wir haben schon fast einen Kilometer hinter uns. Aber wenn das zum Spiel gehört, dann ist das nun mal so. Ist ja auch nicht schlecht, deswegen ist es ein bisschen Action im Spiel. So wie ich es liebe. Aber da stand auch am Anfang irgendwas von der Langsamfahrstelle. Nur ich konnte mir jetzt keinen Reim auf die Kilometer machen, wo das genau ist. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Na egal, ist ja alles gut gegangen. So, gleich 100. Ich denke, die werden wir nicht überschreiten. Und es geht trotzdem schnell voran, finde ich. Also gleich noch, jetzt noch 11 Kilometer und Zugbeeinflussung. So, jetzt habe ich einfach mal quittiert. Schaden kann es nicht. Bevor gleich wieder irgendwas schief geht. Wunderschön. Wunderschön. Oh, ich bin zu schnell, oder? Der Radschlag. Nenne ich schon wieder. Zwangsbremsung. Ich hasse es. Heute bin ich echt der Zwangsenkönig. Zwangsbremsung. Er bremst doch gar nicht. Zwangsbremsung. Geht denn hier ab jetzt ab? Zwangsbremsung. Er bremst doch gar nicht. Zwangsbremsung. Bin doch zu schnell. Zwangsbremsung. Jetzt bremst du, weil ich bremse. Zwangsbremsung. Er bremst nicht mehr. Zwangsbremsung. PZB ist kaputt. Zwangsbremsung. Hilfe! Ey, der bremst nicht. Zwangsbremsung. Bremst doch. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Schaut euch das an, der bremst nicht. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Das gibt's doch gar nicht. Zwangsbremsung. 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 Wenn er denn mal bremsen würde. Ey, ich stehe auf Schnellbremsen. Das gibt's doch gar nicht. Zwangsbremsung. 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 Ich kann nicht mehr bremsen. Zwangsbremsung. 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 Das gibt's doch gar nicht. Zwangsbremsung. 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 Es läuft hier ab. Zwangsbremsung. 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 Bremst doch mal den Zug ab. Zwangsbremsung. 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 Mach die PZB jetzt aus. Das geht mir auf den Nerv. Ganz ehrlich, die dreht ja durch jetzt. Zwangsbremsung. 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 Siefer, Zwangsbremsung. Siefer. Zugbeeinflussung. Störung. Störung. Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Haben wir es dann endlich? Meine Herrschaften. Entschuldigt Leute, aber hier ist gerade irgendwie, was läuft hier gerade ab? Siefer. Meine Herren. Hat die PCB verrückt geworden oder was war da?
Irgendwas ist da gerade total in die... Naja, lassen wir das. Störung. Störung. Mittlerweile ist aus unserem 2205 2209 geworden. Aber naja, dem ist dann halt so. Die Leitstelle, der Fabian hier, hallo. Ja, grüß dich Fabian, der Jochen hier. Ich bin jetzt hier in Mainz durch und sollte mich ja nochmal bei dir melden, wie es dann weitergeht. Ja genau, im Bischofsheim ist heute erstmal ein Ende für dich. Ich habe mit der BZ gesprochen, die Strecken sind voll ausgelastet, da sind zu viele Priorzüge heute Nacht unterwegs. Somit habe ich für dich das Hotel gebucht und ein Taxi wird am Bahnhof auf dich warten. Okay, das war ja nicht viel heute, aber soll mir recht sein. Dann danke erstmal. Ich sag dir dann später Bescheid, wo ich den Zug abgestellt habe. So machen wir das. Bis später. Danke dir. Bis dann. Ja, damit hört ihr es. Im Bischofsheim ist erstmal Schluss. Ob es noch einen dritten Teil gibt, liegt an Festsystem. Ob es da einen dritten Teil gibt, wo wir dann unseren endgültigen Zielbahnhof erreichen werden. Das liegt noch in ferner Zukunft. So, ich hoffe ja, dass wir jetzt endlich, oder dass ich endlich ohne weitere Zwangsen in den Bahnhof einfahren werde. Ich werde mein Bestes geben. Heute bin ich wirklich Zwangsenkönig, muss ich wirklich sagen. Es ist ja schlimm, meine Güte. So, da kommt schon Mainz, Gustavsburg, wo wir gleich einfahren werden. Steht ein Regionalexpress, Steuerwagen voraus. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, noch 3,5 ungefähr, da sind wir in Mainz-Bischofsheim. Wunderbar. Was ist es? 140 oder 110? Zwei sogar. Drei sogar. 52084, Nabend. Nabend, hier Fahrdienstleistung Bischofsheim. So hab mitbekommen, dass du den Zug über die Nacht bei uns stehen lässt. Ich lasse dich nach gleich 70, damit du schon mal Bescheid weißt. Lässt du die Lok am Zug? Ja genau, die Lok würde ich am Zug lassen. Geht ja morgen dann weiter. Okay, perfekt. Das spart Arbeit. Dann eine gute Nacht wünsche ich dir und tschüss. Danke dir, gute Nacht. Wow, die hat aber eine süße Stimme. Definitiv. Da kann ich nur zustimmen. So, ich glaube, hier ist gleich 30. So, da kommt glaube ich wieder was zum Quittieren. Da ist schon die 30, ich sag's doch. Zugbeeinflussung, 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 Zugbeeinflussung. Hab's doch gewusst. Gut, dass ich das gemacht habe. Das wäre es wieder eine Zwangse geworden. So, wir bleiben jetzt bei 30. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwas bringt, hier groß aufzuschalten. Weil das erstens eh dauert, bis der wieder auf Geschwindigkeit ist. Und zweitens, ob jetzt 40 oder 30. Ich glaube, das spielt jetzt auch keine große Rolle mehr. So, haben wir uns mal vorsichtshalber befreit. Da vorne ist dann schon Mainz-Bischofsheim. Gleis 070.
So, wir werden noch vorziehen bis zum Hauptsignal und werden dann unseren Zug abrüsten. Beziehungsweise erst anhalten, dann abrüsten natürlich. Jede Menge Panzer. So, da kommen noch mal zwei Interregio-Wagen. Wenn wir schon mal die Leistung wegnehmen. Hier. Nicht über das rote Signal hinwegsausen. Zugbeeinflussung. So, damit stoppt unser Zug. Wunderbar. Die Leitstelle, der Fabian hier, hallo. Ja, ich nochmal. Jochen hier. Ich habe den Zug auf Gleis 70 abgestellt und die Lok ist abgebügelt. Okay, super. Du sagst also Gleis 70 und die Lok ist abgebügelt. Ich danke dir für die Info und wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Danke dir. Bis dann. So, ja. Jetzt ist Feierabend. Ab zum Taxi und dann ins Hotel. Ja, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. So, jetzt aber. Ob es den dritten Teil geben wird, weiß ich nicht. Das liegt an Fair-System. Sounddesign und ja, gut gemacht. Das Taxi wartet am Bahnhof. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis auf ein paar Zwangsbremsen habe ich es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist das Wichtigste. Hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny Spieters. Bye, bye.